Herzlich willkommen bei BFC TV. Manchmal muss man auch leider Tschüss sagen. Heute das letzte Mal bei mir, Rufat Dadaschow. Er wechselt zum SC Preußen Münster in die dritte Liga. Rufat, du hast nach deiner Verletzung gegen Halberstadt ganz klar gesagt, ich will noch Pokalsieger werden. Du hast dein Versprechen gehalten. Was hast du alles getan, damit der Tag so möglich wurde für dich und für die Fans? Ja, erstmal Dankeschön, dass ich hier nochmal sprechen darf. Ja, ich habe sehr viel gemacht dafür. Ich habe sehr hart gearbeitet in der Reha-Zeit, mit Adrian auch selber im Fitnessstudio extra angemeldet, nochmal 2 Monate, um mich dann nochmal fit zu machen und spritzen lassen, alles Mögliche, was ging, das habe ich gemacht, um im Endspiel nochmal auflaufen zu können, und das hat geklappt. Rufat, es gab ja schon die Geschichte vor einem Jahr mit Kai Pröger, der hat sich ja damals mit 2 Toren verabschiedet, und dann nimmst du halt den zweiten Ball runter und klopfst ihn auch in die Maschen zur 1:0 Führung, und dann verwertest du ja in der zweiten Spielhälfte einen Ball von Bilal dann per Hinterkopf zum 2:0. Was hast du in dem Moment dir nur gedacht? Es war ja auf dem Platz zumindest die pure Freude, und ich glaube, du hättest eigentlich die ganze Welt umarmen können. Wie war dein wirkliches Seelenleben in dem Moment? Ja, auf jeden Fall. Ich war einfach nur, das war einfach nur glücklich sein pur, das war Ekstase pur und das war Gänsehaut pur für mich persönlich, dass ich wirklich bei meinem letzten Spiel nochmal nach der Verletzung auflaufen kann und dann noch das 1:0 mache. Das war einfach, ich kriege jetzt gerade noch Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, das war einfach nur geil. Ehrliche Frage, hast du mit deinem neuen Trainer darüber gesprochen, ob du halt im Pokalfinale nochmal auflaufen darfst, sollst? Wir haben gesprochen gehabt und auch vor dem Spiel hat er mit mir gesprochen gehabt, und ich habe zu ihm auch gesagt, ich fühle mich gut und dass ich das auf jeden Fall machen werde, und er hat gesagt, ich entscheide selber, es ist mein Körper, und er hat mir einfach nur viel Glück gewünscht und ist alles gut gelaufen. Ja, Rufat, wir haben ja gesagt, Torschützenkönig der Regionalliga Nordost, deswegen haben wir ihn so hier mal nebenbei gerade gekrönt. Er ist nunmehr König Rufat der Erste, und wir haben noch eine kleine Überraschung. Und zwar als Torschützenkönig gab es natürlich nicht nur die Krone, sondern auch ein kleines Präsent mit Unterstützung des Sonderzugs Pankow. Und zwar dein schönstes Foto von Patrick, was dir oder ihm gelungen ist, von dir ein 1000-Teile-Puzzle. Rufat Dadaschow kann also zu Hause sich selbst puzzeln. Vielleicht einfach mal kurz in die Kamera zeigen, damit wir halt sehen, was hat er hier bekommen. Es gibt tatsächlich nur ein einziges davon. Rufat, dir damit viel, viel Spaß. Du hast uns viel Freude bereitet in dieser Saison. Ich wünsche dir ganz persönlich viel, viel Glück, dass dein Traum von der Nationalmannschaft wahr wird und wir sagen können, der Junge, der hat uns A zum Pokalfinale und dort halt auch tatsächlich zum Titel geschossen, und dir viel, viel Glück bei deinen Träumen, dritte Liga und Nationalmannschaft Aserbaidschan. Dafür alles, alles Gute, und ja, zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Vielen Dank.